So, hallihallo ihr Lieben. Wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight Version 10.0.5 und sind hier über den Dungeon Finder in die Classic Instanz Scharlachrotes Kloster gekommen. Das Scharlachrote Kloster in Classic, bekannt aus vier Teilen: Friedhof, Kathedrale, was war noch? Bibliothek und Waffenkammer. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile sind diese Instanzen über den Dungeon Finder zusammengefasst. Hier ist mal damals das ist der Friedhofsteil. Ist man damals hier runtergegangen, hat den Talnos getötet. Jetzt dementsprechend nicht mehr. Jetzt steht er hier vor. Und das liegt daran, sie haben die vier Instanzen in zwei Instanzen zusammengefasst. Einmal gibt es die scharlachroten Hallen. Und dann gibt es hier das scharlachrote Kloster. Deswegen ein bisschen abgewandelte Form von dem Ganzen. Jetzt haben wir den Teil noch schon besiegt. Ja, wie man sieht, hier runter kommt man nicht mehr. So, jetzt geht es hier über so einen Durchgang. Die Quest haben wir doch abgegeben, oder? Ja, weiß ich nicht. So. So, zack. Genau, das ist jetzt quasi gefühlt der Durchgang zur Kathedrale. Hier ist die Quest, wie es weitergeht. Hier muss man diese Klinge abgeben, bekommt dann jetzt eine Quest, dass man diese Klinge durch die Hochinquisitorin stoßen soll. Die Mobs sind alle sehr ähnlich gemacht. Hier oben ist dann auch der Durchgang. Schlüssel braucht man natürlich über den Dungeon Finder nicht mehr. Den Schlüssel zum scharlachroten Kloster hat man ja dann über die Bibliothek, über den Bibliotheksanteil gekriegt. Hier ist nochmal ein neuer Boss, der Bruder Korloff. Den muss man jetzt hier besiegen, um Zugang zu bekommen. Ich überlege gerade, ob es den Bruder Korloff auch schon damals gab. Genau wissen tue ich es nicht mehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Thank you.
ein Stück Eisen. So, aber weg ist er, dann ist die Tür damit offen. Ihr seid so weit gekommen, nur um hier zu sterben. Ich werde euch mit einem raschen Tod ehren. So, genau. Also die Mobs sind nach wie vor dann da, die hier vorne drin stehen. Jetzt! So, also meinen damaligen Kenntnisständen zufolge sind eigentlich immer alle angerannt gekommen. Mittlerweile wohl nicht mehr. Wenn man den Kommandanten tot hat, dann öffnet sich hier genau diese Tür. Dann kommt Weißsträhne. Wenn man die Weißsträhne, damals war es zumindest so, auf eine bestimmte Prozentzahl hatte, hat sie jemanden oder hat sie eigentlich alle gesleept. Dann hat sie den Durant. Dann hat er den Durant, genau, also wiederbelebt. Steht auf, und dann hatte man beide quasi an der Backe. Genau, hier war damals Kommandant Morgraine, so hieß der. Jetzt ist er Durant. Richtig. So, wir stoßen mal noch durch Weißmähne die Waffe. Ja, benötigt den Leichnam. Achso, wurde schon gemacht. So, wo ist hier die Questabgabe? Hier. Bei Lillian Voss. Meine Klingen sind stets gewetzt. Zack. Ja, und das war dann das scharlachrote Kloster. Relativ schnell. Relativ flüssig. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt hier im YouTube-Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.